Hallo, moin. Heute haben wir den 6. Januar und das ist jetzt ungefähr Viertel nach zwei. Und wir stehen hier in einem Windeignungsgebiet, wo jetzt die Windkraftanlagen langsam anfangen wieder zu laufen. Den ganzen Vormittag und alles, da standen die total still, da war absolute Windflaute. Und wie gesagt, diese Windflaute soll dann zu unserer Energieversorgung beitragen. Da habe ich ja nun schon mehrere Sachen zugesagt oder meine Meinung. Das ist im Moment auch nicht das Relevante daran, sondern ich wollte mal über ein ganz anderes interessantes Thema berichten, was bis jetzt eigentlich nach meiner Meinung auch in meinem Bekanntenkreis eigentlich noch überhaupt keiner weiß. Und zwar ist die Energiewende, die verwendet ja so ein sogenanntes Klimakillergas. Das ist das SF6, das ist Schwefelhexafluorid und das wird in den Windkraftanlagen verbaut. Also praktisch alle Windkraftanlagen verfügen über dieses Gas, das ja dazu dient, um die Spannung zu transformieren und um Brände zu verhindern in den Windkraftanlagen. Und dieses Gas ist ja an sich, ist es ja ein schweres Gas, es ist nicht gefährlich und es ist, wie gesagt, es brennt auch nicht. Aber es ist ein absolutes Klimakillergas, weil 1 Kilo von diesem Gas, das in die Atmosphäre entweicht, das hat eine Haltbarkeitszeit von 3200 Jahren, sagen die Wissenschaftler. Wie sie das herausfinden, weiß ich zwar auch nicht. Es ist ein so aggressives Gas, dass praktisch 1 Kilo, wenn das in die Atmosphäre entweicht, dieselbe Wirkung hat wie 23.500 Kilogramm CO2. Also da kann man sich ausrechnen, was das für ein gefährliches Gas ist für das Klima. Wie gesagt, wenn es entweicht. Und entweichen kann es ja zum Beispiel, wenn eine Windkraftanlage brennt. In einer Anlage sind ungefähr 26 Kilo von diesem Gas drin. Und zwar wird das ja verbaut da drin, weil die ja oben in der Gondel ja nicht viel Platz haben. Und die können dieses Gas natürlich ganz klein und kompakt da unterbringen in dem Sinne. Deswegen wird dieses Gas verwendet. Vom Kyoto-Protokoll ist es ja eigentlich schon längst verboten. Früher fand man das ja auch in Schallschutzscheiben oder auch in Schuhsohlen sogar drin. Und das haben sie festgestellt, wie gefährlich dieses Gas fürs Klima ist. Und da ist es ja eigentlich schon verboten, nur in der Windkraft. Und wird das natürlich massenhaft verwendet, weil es gibt noch keinen Ersatz. Und genauso wird dieses Gas in Schaltanlagen alles gebaut. Das heißt, diese ganzen Umspannwerke und alles, wo der Strom ja runter transformiert werden muss, wird dieses Gas verwendet. Und wenn da zum Beispiel Leckagen sind oder bei der Produktion von diesem Gas, das entweicht in die Atmosphäre, das hat dann so eine verheerende Wirkung auf das Klima. Wie gesagt, da ist CO2 eine Lachnummer. Natürlich muss man ja ehrlich sagen, wir haben natürlich wesentlich mehr CO2 als dieses Killer-Klimagas. Deswegen wird die Welt auch nicht untergehen, aber darüber redet ja überhaupt keiner gerne. Und das müssten die Menschen auch gerne mal wissen. Die saubere Energiewende ist gar nicht so sauber, wie sie immer dargestellt wird.